Daniel Mendelsohn, zwei Siege gegen die Bad Homburg Hornets. Gestern richtig überzeugend, auch mit der Offensive gewesen. Heute habt ihr euch ein bisschen schwerer getan. Ja, ich schätze mal, gestern haben wir ja wirklich ein super Spiel abgeliefert und wir haben uns ein bisschen drauf ausgeruht. Das war das Problem. Also, wir sind um einiges besser als Bad Homburg, aber naja, man darf es ja nicht unterschätzen und das haben wir heute gemacht. Wir dachten, wir spielen einfach so wie gestern, aber lief halt nicht so in der Offense. Aber naja, hatten dann gute Pitcher, die noch nachkamen. Der Tomic zum Beispiel hat einen guten Job gemacht. Und ja, deswegen haben wir es noch auf der Pitching-Seite doch noch gesichert. Du selber auch wieder eine gute Leistung gezeigt, insgesamt eine gute Saison für dich bisher im Pitching. Blake Hasbrook auf der anderen Seite tut sich schwer reinzukommen, heute auch dann verletzungsbedingt ausgewechselt. Was muss er machen, damit er in seinen Rhythmus kommen kann? Oh, das ist eine schwere Frage. Also es ist was ganz anderes, schätze ich, wenn man von den USA nach Deutschland kommt. Also es ist alles nicht ganz so professionell hier, aber man muss sich langsam dran gewöhnen. Also im Training arbeitet er hart. Und es ist nicht so, als wäre es ihm irgendwie egal. Er gibt immer alles und ich schätze, dass in naher Zukunft es eigentlich große Fortschritte geben kann, dass er sich hier an das Klima gewöhnt und eigentlich die Liga auseinandernimmt, wenn ich das so sagen darf. Ihr hattet die letzten zwei Wochen auch unter der Woche immer Spiele mit der Euroleague. Jetzt diese Woche dann unter der Woche mal wieder Pause. Ist das auch mal gut, dann wieder ein bisschen mehr trainieren zu können und sich mal nochmal auf Kleinigkeiten zu konzentrieren? Definitiv gut. Also es ist vor allem für die Pitcher schwer. Man hat auch gesehen, dass der Ivan immer nur so, dass er die Pitcher nur 3-4 Innings werfen hat lassen. Und es ist eben wichtig, dass wir ein bisschen Pause haben, sodass man Montag wirklich entspannen kann und Dienstag dann hart trainieren kann für das Wochenende und nicht einfach die ganze Zeit nur vom Mount wirft. Und ja, es ist definitiv wichtig, dass wir jetzt ein bisschen uns entspannen können einerseits, aber auch hart trainieren für das nächste Wochenende. Danke und dann nächste Woche viel Erfolg gegen die Hardy Cypress. Dankeschön.